Moin Leute, willkommen zurück hier zu meinem Kanal von BitWimbo. Und wie ihr seht, hier sind wir hier auf jeden Fall wieder bei diesem Gameplay, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar, das haben wir ja total unterschätzt, ist es jetzt tatsächlich so, dass wir hier noch zwei Leben haben und dass wir den Lieferzustand von dem Wagen noch haben. Deswegen werden wir dieses Gameplay hier nochmal machen. Und zwar diese ULP-Aktion, also diesen Agentenmission, wo wir ja jetzt den Wagen zurückbringen sollen. Und vielleicht haben wir ja diesmal mehr Glück. Naja, gleich mal gegen die Straßenlaterne gefahren. Also vielleicht. Wir haben eigentlich gedacht, wir schaffen die Mission beim letzten Mal nicht, aber das hat sich jetzt doch ein bisschen anders entpuppt. Wir werden mal sehen, ob wir die Mission jetzt zu Ende bringen können. Und ja, und dann würden wir einfach nur dieses Fahrzeug abgeben und damit wäre die Mission dann auch komplett beendet. Aber ich sag's euch eins, also das habt ihr auch beim letzten Mal schon mitbekommen. Hier sind ein Haufen Gegner, die auf uns warten und ich habe keine Ahnung, ob wir das so schaffen. Aber es sieht schon mal gut aus und wenn wir Glück haben, kriegen wir es auch hin. Glück ist das Schlüsselwort hier bei diesem Gameplay. Auf jeden Fall, sowas Heftiges habe ich hier noch nie erlebt, dass man so viel, also dass man so krass angegriffen wird von allen Seiten und dass man hier auch noch den Berg hochfahren muss, um in die Wüste zu gelangen, wo wahrscheinlich dieser Abgabeort von diesem Transporter ist. Und beim letzten Mal war das ja total utopisch, das irgendwie hinzubekommen. Aber wir werden sehen, ob wir das jetzt hier, diese ULP-Agentenmission auf jeden Fall hier beenden können. Das wäre auf jeden Fall von Vorteil. Und wie ihr seht, werde ich schon komplett angegriffen und komme hier kaum den Berg hoch. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier stehen bleibe, ich lasse mich von denen lieber anschubsen, weil wenn ich hier stehen bleibe und anfange zu ballern und mich zu orientieren nach denen, dann wird es hier überhaupt nichts bringen. Die umzingeln mich jetzt hier schon. Das habe ich auch gut gemacht und ich, ihr seht es Leute, ich bin schon wieder, also ich muss schon wieder Snacks nehmen. Weil sonst bin ich tot. Natürlich ist der Ablageort auch nicht um die Ecke gleich. Oh, so ein Shit hier alles. Wir geben unser Bestes hier abzuhauen. Das ist das Einzige, was man hier machen kann. Wenn man sich hier aufhält, dann war's das, ja. Oh, das war schlecht. Das war richtig schlecht. Weil dadurch habe ich die Geschwindigkeit verloren und die habe ich hier, die braucht man hier mit dem Transporter. Also das ist hier, wenn man hier keine Geschwindigkeit drauf hat, dann kommt man hier nicht zum Ziel. Lassen die mich gerade ein bisschen in Ruhe irgendwie, aber das wird sich auch gleich ändern, da bin ich mir ziemlich sicher. Also hier werden wir gleich eine Straßenblockade irgendwo haben oder der Hubschrauber wird mir im Nacken sein. Und okay, der ist jetzt nicht mehr rot markiert. Das ist auch tatsächlich hier irgendeine Straße, die ich noch nicht kenne. Ja Leute, das sieht eher so aus, als ob wir das doch hinbekommen diesmal. War ja ganz gut, dass wir hier aus der Stelle angefangen haben und diese ULP-Aktion dann hier beendet haben. Aber das muss ich ja sagen, hier war ich noch nicht. Das ist hier ein neuer Ablageort. Ablageort. Und jo, wir sind da. Super, wir haben es geschafft. Es hat geklappt. I'll be in touch once our guys have run their analysis.
Jo Leute, Mission bestanden, das wollten wir sehen. Nochmal ein bisschen Geld einkassiert, nochmal ein paar Punkte und nochmal aufgestiegen. Was will man mehr? Ja, so sieht das am Ende aus, wenn dann doch alles geklappt hat. War jetzt natürlich nur 5 Minuten Gameplay, aber auf jeden Fall habt ihr gesehen, dass es auf jeden Fall zu erledigen ist. Jo. An der Stelle werden wir das Gameplay auch wieder beenden und werden uns dann beim nächsten Mal wieder sehen, werden wahrscheinlich die Agentenmission auch fortführen oder mal schauen, was wir da noch für andere Sachen haben, die wir auf jeden Fall zocken wollten. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye, ciao.